Hey, da was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Endlich mal wieder mit einem neuen Tipps und Tricks Video für euch. Und zwar reden wir jetzt mal über Moden, der ja seit langem schon erschienen ist bei uns. Und zwar viele es auch nicht wissen oder nicht wissen, wie ich zum Beispiel. Sprich, folgende Situation: Mein Gegner aktiviert Instant Fusion, holt Moden. Er möchte Effekt aktivieren, zielt zum Beispiel hier die Cosmo Höchsthexe in Brave. Und ich habe Ghostbook auf der Hand und möchte auch den Effekt Ghostbook aktivieren. Sprich, dieses Monster wird zerstört sein oder wird zerstört werden. Und was ich dachte ist, wenn dieses Monster weg ist, dass dann das Monster, was dann kommt, auch entfernt wird. Da muss halt auch draufstehen. Aber dies ist leider nicht der Fall. Und zwar ist es jetzt so, ist es auch so geruht, dass obwohl Norden, bevor das Monster vom Grave aufs Feld kommt, zerstört wird, kommt trotzdem das Monster. Sprich, egal ist bei was, solange, also sprich, wenn jetzt Norden jetzt vom Feld gehen würde, dann würde das Monster entfernt werden, aber solange dann jetzt Norden weg ist und das Monster noch nicht beschworen wurde, kann das Monster auf jeden Fall definitiv kommen. Den Fehler habe ich einmal gemacht, mache ich aber nie wieder. Wie man auch zum Beispiel Nodens Effekt auch noch gut aktivieren kann, erklärt euch mit der Dennis. Also, das Ganze auch, so wie es der Tati eben schon erklärt hat, auch selbst offensiv. Sagen wir als Beispiel, der Gegner hat ein großes Feld an Monstern, was man normal nicht wegbekommen könnte, und wir haben selbst ein CT-Set. Hexe im Frito und mein zieht Instant Fusion. Selbes Szenario, ich aktiviere Instant Fusion, bringe den Norden, aktiviere seinen Effekt und auf die Summon von Norden selber mache ich den T. Das ganze Feld stirbt, auch alles vom Gegner, was ich nicht wegbekomme. Böshexe wird beschworen, bleibt auf dem Feld liegen, weil Norden das Feld verlassen hat, bevor sie kam. Chainlink 1, Chainlink 2. Dass er seinen Effekt durchbringt, TT zerstört alles, jetzt aufgelöst ist, kommt die Hexe aufs Feld und ist da. Was aber dennoch immer noch bleibt, dass sie keinen Effekt hat. Norden sagt, er holt sie unter der Bedingung, dass sie keinen Effekt hat. Auf der YCS, die in San Jose war, ist es angeblich so geholt worden, dass Cosmos Foreman, wenn man seinen Effekt macht, um 500 zu zahlen, ein entferntes Monster zu holen und dann seinen Effekt ankettet, um ihn selber zu banishen, dass das Monster in Endphase nicht sterben sollte oder dass ein Effekt bekommen würde. Es gibt dazu noch nichts Offizielles, meiner Meinung nach geht es aber nicht. Ein gutes Beispiel dafür ist Gladiator D. Starius, kleiner Gruß an Barisch, GB-Kollege. Und zwar, Darius ist das einzige Monster, wo das gehen würde, weil Darius sagt, er beschwört ein Monster und solange Darius auf dem Feld ist, negiert er seinen Effekt. Würde man das Ganze machen mit Darius, das wäre Darius, ich spiele ihn aus, trigger seinen, weil er kommt, triggert seinen Effekt und TT kommt, beschwört er immer noch. Das Monster würde dann kommen mit Effekt, weil Darius sagt, er negiert den Effekt nur so lange, wie er mit dabei ist. Bei Norden geht es nicht, ich glaube auch bei Strawman wird es nicht gehen, es verwirrt alles einfach nur, weil die Amerikaner in ihren YCS teilweise komische Regelungen haben. Kann man eigentlich davon ausgehen, dass es nicht so sein wird. Aber das sind so ein paar kleine Tricks, wie man diesen Side-Effekt von Norden auch selbst offensichtlich ausnutzen kann. Weil das mit dem TT zum Beispiel. Ja, wir hoffen, wir konnten euch helfen mit dem Audi. Ja, macht sich sehr viele wie ich. Und bis zum nächsten Mal. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt mäßig.